Der Talk. NEFZ. Vier Buchstaben, die im europäischen Raum den werkseitig angegebenen Fahrzeugverbrauch definieren. Mit diesem genormten Fahrzyklus lassen sich für manchen Fahrzeughersteller wahre Traumwerte erreichen. Das führt mitunter dazu, dass viele Kunden nach dem ersten Tanken staunen. Denn der tatsächliche Alltagsverbrauch liegt auch gut und gerne mal 2 bis 3 Liter über der Werksangabe. Ein Umstand, der ärgerlich ist, aber durchaus mit richtiger Beratung beim Kauf kompensiert werden könnte. Ja, ich glaube, dass doch ein großer Fehler in den Schauräumen gemacht wird vom Verkaufspersonal, weil hier dem Kunden gegenüber immer mit dem Normverbrauch, der ja sehr niedrig ist, argumentiert wird. Und hier spricht man immer von 3,9 Liter, 3,9 Liter, 3,9 Liter. Und der Kunde geht hinaus und ist natürlich der Meinung, er wird auch 3,9 Liter verbrauchen. Und das schafft er natürlich nicht, weil er ja ein anderes Auto hat. Er fährt im Winter, er fährt mit Winterreifen und so weiter und so weiter. Und ist dann ganz enttäuscht, wenn er 6,5 Liter verbraucht und ist dann unzufrieden. Und hier müsste man eigentlich meiner Meinung nach schon im Verkauf klar mit dem Kunden reden, der Normverbrauch ist als Vergleichswert zwischen den Marken hier und muss genormt sein, aber man hat auch Erfahrungswerte, was das Fahrzeug wirklich verbraucht, und hier sollte man den Kunden auch aufklären. Wie auch im Leben schützt Aufklärung auch beim Autokauf vor unliebsamen Überraschungen.